Herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Ich bin die Miri und ja, wir sind nach längerer Zeit mal wieder in unserer Siedlung Somewhere. Ich musste ja leider krankheitsbedingt eine kleine Pause einlegen, hab daher seit Wochen dieses Spiel nicht mehr offen gehabt. Ja, und seitdem gab es ein kleines Update. Kleinere Verbesserungen, die augenscheinlichste ist hier unten gleich zu sehen. Es gibt jetzt einen Abriss- und Reparaturmodus, den man direkt hier anwählen kann. Ist einfach eine kleine Quality-of-Life-Verbesserung. Ansonsten gab es auch noch ein paar kleinere Änderungen. Nichts wirklich Weltbewegendes, würde ich mal behaupten. Ja, aber damit spielen wir jetzt natürlich. Ja, die lange Aufnahmepause heißt natürlich für mich, dass ich mich hier erstmal wieder reinfinden muss. Ich habe jetzt auch schon einige Zeit damit verbracht, mich hier mal genau umzuschauen. Ich weiß nur noch so ganz grob, was wir zuletzt gemacht haben. Ich weiß, dass wir diese Extraktoren hier aufgebaut haben. Aber ob ich irgendwelche speziellen Pläne hatte, schwierig. Ja, daher habe ich mich jetzt mal ein bisschen umgeschaut, was denn hier gerade der Stand der Dinge ist. Wir haben 82 Leute, 16 davon sind Kinder. Leider haben wir nicht so viele Arbeiter übrig. Was manchmal ein Problem sein könnte, aber ich habe mir so überlegt, da wurde ich auch in den Kommentaren durchaus darauf hingewiesen, dieser Waffenschmied ist nun nicht unbedingt das Notwendigste, was wir hier brauchen. Ne? Also, wir haben 77 Waffen und ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir wirklich viele Waffen verlieren. Also der Verbrauch scheint nicht so hoch zu sein. Wir haben ja auch nicht so viele Truppen, daher ist jetzt kein großes Wunder. Daher denke ich, dass wir das durchaus erstmal weglassen können. Man kriegt ja auch von der Weltkarte noch Waffen dazu. So, Essen und Wasser muss ich einfach ein bisschen im Auge behalten, wie sich das entwickelt, ob das positiv, negativ ist. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass wir irgendwann in letzter Zeit mal ein bisschen Wasserprobleme hatten. Ich glaube aber, dass wir das derzeit ganz gut gelöst hatten. Müssen wir einfach im Auge behalten. Ansonsten, Baumaterial könnte mehr sein. Da sind wir aber schon dran. Wir haben ja zum einen die Extraktoren. Es fehlt noch ein Metallextraktor, dafür brauchen wir aber Komponenten. Und da erforschen wir gerade was, um die selber herstellen zu können. Ja, dann wäre das nämlich auch was, was wir dann mal hier vielleicht angehen könnten. Dass wir da noch einen Metallextraktor hinbauen, meine ich. Das viele Baumaterial brauchen wir natürlich zum einen für weitere Gebäude, zum anderen, wir haben ja noch dieses Project Tomorrow, wir sollen diesen Weltuntergangsbunker bauen. Da hätte ich ja schon auch mal Lust zu. Uns fehlt vor allem das Metall dazu. Um diese erste Phase abzuschließen, zumindest. So. Ja, da ist auch schon die Forschung fertig, das ist gut. Die nächste hat direkt gestartet, das ist direkt die Verbesserung der Elektromontage. Wir schauen uns gleich an, was wir dazu alles brauchen zum Bau. Aber ja, was erforschen wir danach, ist natürlich die große Frage. Ich habe mir verschiedene Sachen ausgeguckt, die eigentlich ganz cool wären. Also Essen lassen wir erstmal. Da sind wir, glaube ich, erstmal ganz gut versorgt, was die Möglichkeiten angeht, die wir haben. Was hier angeht, Ressourcen, bleibe ich jetzt auch erstmal dabei, was wir haben. Da sind wir auch schon ziemlich weit gekommen. Höchstens die Nähmaschinen könnte ich mir jetzt im Moment vorstellen. Dass wir, ja, besseren Schneidermeister, bessere Klamotten herstellen können, das wäre noch eine Idee. Ansonsten interessiert mich hier aber zum Beispiel die Verstärkung. Da könnten wir unseren Transformator verbessern. Das kann ja eigentlich nicht schaden. Bei der Gemeinschaft, da bräuchten wir generell einfach mal wieder was. Weil wir könnten etwas mehr Zufriedenheit oder Unterhaltung haben, sagen wir es so. Es ist nicht perfekt ausgeglichen. Ja, und dann sind wir in diesem Bereich Sicherheit. Da sind wir noch gar nicht so weit gekommen. Ich habe mir überlegt, dass wir als nächstes vielleicht mal die Führung erforschen werden, damit wir unser Koloniezentrum endlich ausbauen können. Ich glaube, das hätte was, wenn das mal passieren würde. So. Ja, ansonsten, unsere Spezialisten sind wie üblich fast alle auf der Karte unterwegs. Scheint soweit ganz gut zu laufen. Beobachten wir einfach mal, wie sich die Sache hier entwickelt und wir schauen uns an, was die Elektronikfabrik so braucht. Okay, die braucht Metall, das hätten wir fast. So viel Beton haben wir noch nicht. Das wird sich aber geben. Wir haben leider überhaupt nicht so viele Teile und Komponenten haben wir auch nicht. Das heißt, wir brauchen Komponenten, um Komponenten herzustellen. Das ist natürlich geil.
Oh, da ist jemand an Altersschwäche gestorben. Da hinten ist das Akkupaket fertig. Das ist gut. Dann wird hier nämlich auch noch mal ein bisschen Strom eingespeichert. Denn die Windturbine verbraucht oder bringt etwas mehr Strom, als hier verbraucht wird. Ganz leicht mehr. Das kann man natürlich erstmal einspeichern, bis wir es brauchen. Wie es einfach liegt. Die arbeiten auch, bis sie umfallen, ne? Ach so, wir haben hier unten auch die letzte Baracke verbessert. Ja, damit haben wir jetzt 8 Schutzräume. Ich denke, dann können wir mal dieses Zelt hier auch abreißen. Das brauchen wir nicht. Als nächstes, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich doch bitte nicht so viele Baracken bauen soll, weil wir dann irgendwann sehr viele Kinder haben, die Bevölkerung auf einmal explodiert. Das ist sicherlich auch irgendwo richtig. Also grundsätzlich ist das ja in diesen Spielen auch so. Man kennt das ja von Banished und auch von Endzone, dass man da sehr aufpassen muss. Mein Eindruck ist aber, dass hier die Geburtenrate nicht so hoch ist. Also dass generell nicht so viele Kinder geboren werden. Und dass das deswegen nicht so ein Riesenproblem ist. Also zumindest in dem Maße, wie ich es bisher genutzt habe. Ich werde in Zukunft natürlich schon auch mal die ein oder andere Unterkunft bauen. Hier diese, wie nennen sie sich? Wohnhäuser. Aber grundsätzlich sehe ich da bisher noch kein Problem. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich denke, die Geburtenrate und die Sterberate gleichen sich im Moment gerade so eben noch aus. So. Spezialisten sind fertig. Lovelace, wurde ich auch darauf hingewiesen. Ich soll Lovelace sagen. Finde ich jetzt, muss nicht unbedingt sein. Bei Namen ist es nicht unbedingt immer so mit der Aussprache. 323 Forschungspunkte hat sie bekommen. Wie lange bräuchte sie hier? 1,5 Tage. Haben wir irgendwelche Forschungen in der Nähe, die sie noch sammeln könnte? Nee, ne? Na gut, dann schicke ich sie mal hier hin. Okay. Und danach kann sie hier noch ein bisschen erkunden. So, Baylor und wie hießen nochmal? Prowler haben hier den nächsten Sektor befreit. Von Banditen. Hm. Ja, sie haben auch noch ein bisschen Lebenspunkte. Also sie könnten doch den ein oder anderen hier besiegen. Dann würde ich sagen, zurück ins Auto mit euch. Dann fahren wir noch ein bisschen weiter. Wir haben nämlich hier oben noch ein paar Banditen. Oder gibt es hier vielleicht noch welche in der Nähe? Hier wären ja auch noch welche. Ich weiß gar nicht, ob sie die schaffen würden. Kurz nochmal aussteigen. Zeig mal. 120 haben die. Also ich glaube, da hätten die durchaus ihre Probleme mit. Wir schauen uns mal die anderen Banditen hier auf der Karte an. Das sind ein bisschen weniger. Ich denke, die beiden, das würden sie schon schaffen. Diese Gruppe da oben. Die hier vielleicht eher nicht. Ne? Ah, ist die Frage, schickt man sie jetzt hier hoch, nur um sie dann direkt wieder zurückzuschicken? Die hier könnten sie eigentlich auch gut schaffen. Zu zweit würden sie es packen. Ich glaube, ich schicke sie eher hier hin. Und dann nach Hause. Naja, gut. Sonst noch einer fertig? Ja, Tudor ist fertig. Er hat hier was geplündert. Ja, gut, hier hinten wäre natürlich noch was, aber ich glaube, ich werde mal den Sektor erst erkunden. Roller ist im Auto. Er ist noch nicht fertig. Und Tigon ist noch in der Kolonie, heilt sich. Na gut. Ach so, Ibis ist noch fertig. Die hat Medizin. Und sie hat nur noch 20 Gesundheit. Also bei ihr wird es langsam kritisch. Dann könnte sie das noch einsammeln lassen. Ich meine, seltene Ehren ist immer ganz nett, aber ich glaube, ich werde sie erstmal den Sektor hier erkunden lassen und dann sehen wir weiter, was wir dann machen. Oh, Verschmutzung aufgebraucht. Ah ja, unsere Umweltstation hier. Die hat nichts mehr zu tun, aber hier ist ja noch eine größere Verschmutzung direkt nebendran. Machen wir erstmal die hier weg. Wer ist... Ach, Angela ist infiziert. Das tut mir leid. Oh, ein paar Holzruinen aufgebracht. Wo waren die denn?
Alle hier oben? Das kann sein, oder? Dass das die hier waren. Ja, da ist jetzt aber auch nichts. Hier haben wir noch einen Speerturm, der ist noch am Auskundschaften. Und bisher hat er eigentlich noch nichts gefunden, außer ein bisschen Verschmutzung. Hier hinten sind Rattenkäfer. Okay. Das wäre dann vielleicht mal ein Fall für Tigon, der sich hier drum kümmern könnte. Und unsere Leute sind wieder bereit. Also, Baylor, ab ins Auto mit dir. Dann fahren wir mit denen hier runter. Soweit wie das Auto kommt. Lassen die aussteigen. Und die hier angreifen. So, Nummer 1. Baylor. Ach, ist jetzt wieder schwierig hier. Aussteigen und auch angreifen. Und damit müssen sie es schaffen. Okay. Tudor ist auch fertig. Hat den Sektor erkundet. Hier gibt es aber anscheinend nur ein paar Kämpfer. Das ist ein bisschen zu heiß, das mit ihm zu machen. Nee, nee. Achso, hier wäre auch noch ein Flugzeug. Halb 8 pro 12 Stunden. Das ist jetzt aber nicht so toll, oder? Hat hier irgendwas geändert? Ich hoffe nicht. Tja, entweder das oder wir erkunden den Sektor hier weiter. Ich glaube, ich werde erstmal den Sektor erkunden. Aussteigen. Hier ist es auch schon wieder fertig. Tja, und das wird jetzt ein bisschen schwierig hier. Also das hier macht nochmal 5 Schaden. Da wäre sie tot. Das ist nix. Hier hinten wäre natürlich noch ein bisschen Kleidung, das würde sie schaffen, aber wir lassen sie mal diesen Sektor auch noch erkunden. Der ist immer noch nicht fertig. Ja. Na gut. Gucken wir mal, wo Tigon bleibt. Hat natürlich auch einen ganz schönen Weg vor sich, ne? Okay, 7 Kolonisten sind infiziert. Das ist ja unschön. Wie sieht's aus hier in unserer Sanitätsstation? Ist voll ausgelastet, ne? Ja. Aber es wird schon. Die schaffen das. Jawohl, jetzt geht's hier in den Kampf. Yes. Oje. Ja, ich denke schon, dass er es schaffen wird. Sieht am Anfang immer ein bisschen übler aus, als es eigentlich ist. So. Den hast du. Und dann fehlt nur noch dieser letzte. Sieht dafür ein Gift verschießen, ne? Noch einmal bitte. So, das war's. Hoppla, ey. Meine Güte. Oh, da sind gerade einige erwachsen geworden, glaube ich. 5 Leute. Haben wir jetzt? Oh, das ist gut. So. Erstes Thema. Wir können hier das Rattenkäferfleisch ernten. Dann haben wir eine Gruppe Überlebender am Tor. Zwei Erwachsene, 2 Kinder, 3 Senioren, 2 sind krank. Sie bringen etwas Obstkonserven, ein Jagdgewehr und ein paar Schokoriegel mit. Unsere Vorfahren hatten viel weniger als all das hier, als sie damals zum ersten Mal Allianzen schlossen. Wir können immer noch erreichen, was wir einst waren und dann noch darüber hinaus wachsen. Gut, wir nehmen die an. Brauchen jetzt allerdings auch weitere Unterkünfte. Gut, wir haben ja mittlerweile auch durchaus ein bisschen, ja, Ressourcen angespart. Könnten wir uns tatsächlich hier einfach mal so eine Baracke hinstellen? Dann passt aber nichts anderes mehr dahin. Ich glaube, ich stelle die eher hier hinten hin. Da hatte ich ja auch schon mal eine. So, dann haben wir nämlich hier hinten ein paar Arbeiter mehr zur Verfügung. So, das gefällt mir. So, wir haben Arbeiter zu verteilen. Ja, muss ich doch direkt mal schauen, wo denn welche fehlen. Hier, bei den Fischern können wir ein paar mehr brauchen. Obwohl Nahrung sich jetzt wirklich sehr positiv entwickelt, brauchen wir gar nicht unbedingt.
Aber, naja, auch ein Jäger mehr. Vielleicht noch jemand, der ein bisschen mehr Instandhaltung macht. Was haben wir hier für ein Problem? Dass das Holzlager... Nee, das Holzlager ist gar nicht voll. Was für ein Quatsch. Hier können wir noch jemanden einsetzen. Das hatte ich ja absichtlich ausgeschaltet. Hier kann noch mal jemand arbeiten. Ach so, bei den Extraktoren. Ach so, da ist immer nur eine Person drin, okay. Oh, und der Betonplünderer hat keinen Beton mehr. Aber hier ist ja noch. So, hier. Meine Güte, jetzt geht's aber los. Spezialisten sind fertig auf der Karte. All cleaned up. Tudor, okay, das ist wieder ein Sektor, der erstmal befreit werden muss. Hm. Okay. Dann nehme ich mir das Auto jetzt und werde hier hinten ein bisschen was einsammeln. Oh, schon wieder ein Auto gefunden. So viele Autos, wie wir hier gefunden haben, können wir gar nicht fahren, ne? Da wird sie nochmal 10 Schaden nehmen. Aber irgendwie... Nee, also wir gehen jetzt erstmal ins Auto. Und ich glaube, ich werde da hinten nochmal die Klamotten einsammeln. Und dann können wir uns aber eigentlich auch wieder auf den Heimweg machen mit ihr. Weil die ist schon ganz schön mitgenommen. Oh Mann, ihr ist aber... Jetzt. Okay, kann sie nicht. Tut mir leid. Nee, die hat doch... Achso, das Auto hat noch 2 Punkte, oder wie? Naja. Ja. Das wird dominiert. Der ist immer noch beschäftigt. Himmel, was ist denn hier los? Sodom und Gomorra. Ja, aber wir wären eigentlich dazu in der Lage, jetzt mal diese Fabrik zu bauen. Diese Elektronikfabrik. Ach nee, wir haben ja nicht genug Komponenten. Und Teile fehlen auch. Teile werden aber produziert. Allein deswegen ist es wichtig, dass wir hier die Waffenfabrik nicht anhaben. Die verbraucht nämlich ganz ordentlich. Wir könnten auch noch eine weitere Farm aufbauen und dann Rinder halten, war es, glaube ich. Das letzte. Fällt mir gerade ein, wir haben ja hier auch noch die Handelsgeschichte. Einer ist noch unterwegs. Ja, das Ding ist, die meisten Sachen davon brauchen wir aktuell nicht. Also Autos brauchen wir schon gar nicht. Teile wären noch eine Idee. Kann ich mal schauen. Was haben die denn hier eigentlich so? Also sie würden sich offenbar freuen, wenn wir ihnen die Teile abnehmen. 229. Haben wir irgendwas, was wir dagegen eintauschen können? Wir haben sehr viel Mais, aber Mais ist jetzt halt nicht so wertvoll. Gibt es irgendwas, was sie gerne haben würden? Antibiotika. Wie viel habe ich denn eigentlich davon? Das ist ja, glaube ich, nicht alles, was wir haben, oder? Hm. Ja, wir können es ihnen ja mal geben. Bekommen wir sogar noch Geld für. Und hätten eine Wahnsinnsreputation mit denen gewonnen. Das ist doch eine gute Idee. Mal so einen Tauschhandel zu machen. Sehr schön. Hoffentlich habe ich jetzt nicht meine letzten Vorräte aufgebraucht. Nee, habe ich nicht. Aber wir könnten schon ein paar Antibiotika mehr gebrauchen, ne? Okay, die nächste Forschung ist durch. Wir erforschen jetzt die Führung. So. Jetzt ist die Frage, was machen wir danach? Ich habe ja schon so einiges genannt, was vielleicht mal eine ganz gute Idee wäre. Was macht denn eigentlich der Meisterschmied? Achso, da haben wir einfach eine bessere Waffenherstellung, aber das denke ich nicht, dass wir das brauchen. Eine Idee wäre durchaus mal so eine Katastrophenprognose, das fände ich irgendwie gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite hätte ich auch gerne den Schrein, um mehr Unterhaltung zu haben. Ich glaube, das werde ich jetzt erstmal erforschen und danach kümmern wir uns um andere Dinge. Was macht denn hier hinten die Erkundung? Ist bei 100%.
Er hat hier nochmal Beton und Metall gefunden, ganz am Rand. Hier sind außerdem auch nochmal Rattenkäfer, nicht zu knapp. Lassen wir die Rattenkäfer erstmal Rattenkäfer sein. Keine Idee. Auf jeden Fall können wir das hier abreißen. Brauchen wir nicht mehr. Wo erkunden wir als nächstes? Vielleicht mal wieder in dieser Richtung ein bisschen was? Oder haben wir hier hinten noch was? Ich fange mal hier drüben an. Also. Ja, hier waren wir einmal über das Ufer hinweg. Hat aber nicht viel gebracht. Hier oben gäbe es noch was. Und hier ist dann auch mal der Rand der Karte erreicht, ne? Ja, da drüben ist ja auch nicht mehr viel, ne? Ja, das ist der Rand. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt hier am Rand entlang. Okay. So. Es sind wieder Spezialisten einsatzbereit. Baylor und Prowler. Prowler hieß sie, ne? Ja. Sie haben das hier besiegt. Komponenten. Sehr gut. Schaffen die beiden aber nicht. Die sind auch ziemlich tot. Die gehen jetzt zurück in die Kolonie. Müssen sich erstmal heilen. Hier. Yeah. Zurück nach Somewhere. Irgendjemand war doch noch fertig. Ibis? Ibis, glaube ich. Ja. Ich kann jetzt hier mal loslegen. Dauert nur einen Tag. Und Kleidung kann man immer brauchen. Na, das hält sich einigermaßen bisher, aber wir kriegen ja immer mehr Leute, also brauchen wir auch immer mehr Kleidung. Und Draft, der ist immer noch nicht fertig. Na, das dauert. Loveless ist auch noch beschäftigt. Ich meine, so rein von den Ressourcen her könnten wir jetzt auch anfangen, mal diesen Weltuntergangsbunker zu bauen. Wir hätten für diese Phase 1 alles. Wo stellen wir das denn hin? Irgendwo, wo es nicht so fruchtbar ist, würde ich mal behaupten. Aber es ist halt auch schon wieder ein ganz schönes Stück von der Siedlung weg. Oder, oh, das wäre doch eine Idee, das einfach hier hinzustellen. Da haben wir eine große freie Fläche, die sonst nicht genutzt wird. Das machen wir. Hier kommt das Ding hin. Oh Mann. Okay, ein Handelskonvoi ist wieder eingetroffen. Ich schau mal, ob wir irgendwas woanders handeln können. Da könnten wir Forschungspunkte herbekommen. Das ist immer ganz nett. Auch in Sageford ginge das. Die mögen uns auch schon ziemlich. Die würden auch nochmal Teile bringen. In Junkton. Na, zeig mal. Die würden sich auch freuen, wenn sie uns Teile verkaufen dürften. Und Komponenten auch. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Von uns haben wollen sie eigentlich nichts, aber ich hätte sehr viele Fische im Angebot. Vielleicht mal so 100 Fische. 101 ist auch okay. Und dann ein bisschen Standardwerkzeug dazu. Ist nicht übertrieben viel, aber einfach mal so ein bisschen was. Und wenn wir ein bisschen was bezahlen müssen, finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. So. Steigert unsere Reputation. Wie sieht es eigentlich in der Garage aus? Ich glaube, ich wollte... Achso, ich habe gar keine Autos derzeit. Ja, alle unterwegs, okay. Ja, bei den vielen Autos, die wir gefunden haben, müssen wir es ja eigentlich auch so machen, dass wir mal wieder Leute zu zweit losschicken. Und die dann irgendwann aufteilen in zwei Gruppen. Weil, soweit ich mich erinnere, haben wir noch ein paar Autos mehr gefunden gehabt. Irgendwo hier hinten war doch nochmal eins, genau. Da hinten hatten wir eins gefunden. Und dann geht's ja nochmal hier unten. Also an Autos fehlt's uns eigentlich nicht, ne? Ja, nächste Forschung abgeschlossen. Jetzt wird der Schrein erforscht. So. Als nächstes würde mich jetzt eigentlich diese Verstärkung mal angucken. Könnten wir den Transformator verbessern? Das finde ich gut. Ja,
Und ich denke, damit haben wir den Start erstmal wieder geschafft, zurück in unsere Siedlung. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit unserem Weltuntergangsbunker, der hier schon ganz fleißig gebaut wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann, macht's gut. Eure Miri.